Gangs sind hinter Gittern ein erschreckend fester Bestandteil. Sie erpressen, verkaufen Drogen und betreiben Glücksspiel. Und die Gangs bestimmen, wie die Mitglieder ihre Zeit verbringen. Gangmitglied bleibt man ewig. Wir haben ein Jahr lang das Leben der Häftlinge und der Beamten mit der Kamera begleitet. Das System soll die verurteilten Schwerverbrecher eigentlich bessern, stößt dabei aber an seine Grenzen. Verpiss dich! Harte Zeiten für alle, die hier einsitzen. In der Ross-Haftanstalt im US-Bundesstaat Ohio gehören Kämpfe unter den Häftlingen zum traurigen Alltag. An diesem Nachmittag wird der Insasse Charles Fillon in Einzelhaft geschickt. Er hat sich mit einem anderen Häftling geprügelt. Das ist in 3 Jahren mein 21. Mal im Loch. Meine 63. Strafe insgesamt. Die müssen mich respektieren. Ich lasse mich von niemandem unterdrücken. Im Gefängnis hat jede Prügelei einen Grund. Und in diesem Fall hat sie etwas mit den Gangs zu tun. Charles Fillon ist Mitglied bei den Heartless Felons. Und die rivalisieren mit den Bloods. Die Bloods sind hier in Ross die dominierende Gang. Die mögen mich nicht. Wie ich mich bewege, wie ich bin. Hauptsächlich die Bloods. Die sind aus Columbus, ich aus Cleveland. Die sind in der Überzahl, deswegen versuchen sie es immer wieder bei mir. In einer Welt, in der die Gangs das Sagen haben, steht Charles alleine da. Und dieser Kampf wird für ihn noch Folgen haben. In der Haftanstalt Ross gibt es 2 sehr unterschiedliche Welten mit 2600 Straftätern. Auf der Südseite befindet sich die mittlere Sicherheitsstufe, Level 2. Die Insassen dort befolgen die Regeln und haben dafür ein paar Privilegien. Dafür, dass sie sich gut benehmen, verbringen sie eine vergleichsweise erträgliche Zeit. Auf der Nordseite geht es nicht so friedlich zu. Hier liegt der Level 3, geschlossener Sicherheitsbereich. Wer dort untergebracht ist, verdankt das seinem Verhalten, seiner Tat oder seiner Gangaktivität. Auf dem Hof sind die Gangs und ihre jeweiligen Mitglieder gut zu erkennen. Sie haben viel Zeit und wenig zu tun. Es ist eine Gruppe von Menschen, die schwierig zu führen ist. Wenn sie gemeinsam rausgehen, haben sie nichts zu verlieren. Sie kämpfen, um ihr Revier abzustecken. Die Bloods erpressen, rauben und stehlen, was auch immer sie haben wollen. Die Gang, die als arische Bruderschaft bekannt ist, betreibt Glücksspiel und sorgt für rassistische Ausgrenzung. Lateinamerikaner gibt es nicht so viele, aber man weiß, dass sie mit Drogen dealen und Waffen bauen. Die Konkurrenz untereinander führt immer wieder zu Auseinandersetzungen. Gemeinsam ist man stark. Und wir versuchen, alles zu beherrschen. Wenn wir was wollen, dann machen wir das, egal was kommt. Niemand kann uns aufhalten. Wer das versucht, wird aus dem Weg geklatscht. Manche Leute sind zwar kein Member, aber durch Kleidung und so gehört jeder irgendwo dazu. Die Gang macht alles. Egal wen du fragst, es ist immer eine Gang, die das Ding dreht. Ich habe Leute erpresst, Leute verprügelt für Geld. Wenn ich etwas wollte, dann habe ich es mir genommen. Ich bin ein Raubtier. Stehe an der Spitze der Nahrungskette. Der 29-jährige William Sams sieht sich selbst als vollkommenen Gangster. Er ist hellhäutig, gewalttätig und stolz darauf. Und er ist führendes Mitglied der arischen Bruderschaft. Die Stärke sorgt für Komfort. Darum geht es hier drin. Dann kommt man an alles. Man kommt an Dope, kommt an Schwarzmarktartikel. Es geht darum, Geld zu verdienen und einen Teil des Gefängnisses zu kontrollieren. Ich könnte mich auch zurücklehnen und entspannen. Aber ich mag das, was ich tue. Ich kämpfe gerne. Ich habe gerne Ärger, bin betrunken und verprügle gerne schwarze Kerle. Das ist mein Ding. Ich mag das. Mit der Mitgliedschaft bei der arischen Bruderschaft hat William Sams entschieden, die Freiheit aufzugeben. Und er hat sich einen neuen Namen gegeben: Bulldog.
Es dauert ein Leben lang, sich eine Reputation und Respekt aufzubauen. Aber nur 10 Sekunden, das zu verlieren. Eine Nanosekunde und du bist eine Schlampe. Im Jahr 2005 gerät William Sams betrunken in eine Schlägerei. Dabei verletzt er seinen Gegner mit einer zerbrochenen Bierflasche tödlich. Er wird wegen Totschlags verurteilt und bleibt hinter Gittern, bis er 40 Jahre alt ist. Ein geradezu perfektes Gangmitglied. Jung, böse, mit einer langen Haftstrafe. Jemand, der im Grunde nichts zu verlieren hat. Ich war 3 Monate im Knast, als sie auf mich zugekommen sind. Ich hatte viel gekämpft, weil, so bin ich halt. Der junge Häftling fängt ganz unten an. Er hat die Muskeln, die die rassistische Gang braucht, um weiter zu wachsen. Und er hat Ambition. Es gibt nur 2 Arten von Menschen hier, Jäger und Gejagte. Ich stehe, ohne arrogant sein zu wollen oder so, ich stehe an der Spitze der Nahrungskette. Messerstechereien. Weißt du, wenn du nicht bereit bist zuzustechen, dann komm mir nicht zu nah, denn wir stechen zu. Das klappt, verstehst du? Das ist der dreckige weiße Gangsterscheiß. Es kann jederzeit zu Gewalttätigkeiten durch die Gangs kommen. Sie sind das größte Sicherheitsrisiko. Im Gefängnisregister sind über 1000 verschiedene Gangs registriert. Dieses Register gehört zu einem Netzwerk, das eigens entwickelt wurde, um die Insassen in Schach zu halten. Wenn die Häftlinge hier eintreffen, werden sie von Beamten in Empfang genommen, die ihre Gang-Tattoos checken. Der Gefängnishof wird regelmäßig nach Markierungen und Nachrichten abgesucht, um frühzeitig herauszufinden, wo Rivalitäten auftauchen könnten. Hier steht SWP, das bedeutet Supreme White Power. Und Gang-Koordinatoren wie Jeff Clark kennen die Zeichen der verschiedenen Gruppen genau. Dieser Hof ist für uns Aufseher eine gute Informationsquelle. Man kann die Pfeiler überprüfen. Die Gang, die hier am meisten herumhängt, markiert sie. Sehen Sie die beiden Blitze? Ein Hakenkreuz. 126612. Ein Code, bei dem jede Zahl für einen Buchstaben im Alphabet steht. Arische Bruderschaft Forever. Forever Arische Bruderschaft. Es ist eigentlich ein Platz zum Trainieren, aber es ist auch der Ort, wo sie ihren Geschäften nachgehen. Wir sehen, wer mit wem abhängt. Wenn es ein Problem zwischen 2 Gruppen gibt, sehen wir das. Denn die Gruppen haben jeweils ihr eigenes Gebiet. Wir können es erkennen, wenn etwas vor sich geht. Dann können wir Leute runterschicken, um einzugreifen. Es geht hauptsächlich um Geld und Macht. Sie gruppieren sich in Gangs wegen Geld, Macht und manchmal für den eigenen Schutz. Deshalb machen sie das. Für einen wirksamen Schutz braucht man möglichst viele Mitglieder. Das sorgt für die notwendige Stärke. Für Gangmember wie Charles Fillon ist dieses Gefängnis ein einsamer Ort. Er glaubt, dass ihm seine Fähigkeit zu kämpfen den besten Schutz bietet. Charles ist bereits als Minderjähriger hierher gekommen. Im Jugendvollzug war er schon an 2 Überfällen beteiligt. Daraufhin wurde er zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein bisheriges Leben ist von Kriminalität geprägt. Ich bin durch die Straßen gerannt und habe Blödsinn gemacht. Prügeleien, Autodiebstähle. Dann habe ich mich groß gefühlt. Wie jemand, der was macht. Statt die Straßen einfach hinter sich zu lassen, schließt er sich einer Gang an. Ich habe mich den Heartless Felons angeschlossen, weil die zu mir passten. Und genauso habe ich mich gefühlt. Herzlos. Heute muss sich Charles schon wieder wegen einer Prügelei verantworten. Die Strafen für Übergriffe im Gefängnis haben ihm inzwischen weitere 5 Jahre Haft eingebracht. Es ist eine nicht endende Gewaltspirale hinter Gittern. Er ist ein Heartless Felon aus dem Jugendknast. Das ist seine Gang. Aber die gibt es hier kaum. Im Norden gibt es eine Menge davon. Da sind sie stark. Aber hier haben wir gerade mal 3 und stark sind die überhaupt nicht. Hier steht er ganz unten. Ich meine, die mögen mich nicht. Er ist ein Gangmember ohne Gang. So sieht's aus. Es gibt genug Leute, die ihm helfen könnten, aber er steckt fest.
Er ist ein Gangmember ohne Gang. Heute hat Charles Glück. Das Urteil lautet 14 Tage Einzelhaft, aber keine weitere Verlängerung der Haftstrafe. Noch ein Kampf oder Drama und du landest wieder vor Gericht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder vor seinen Feinden steht und in die nächste Prügelei verwickelt wird. Der Trakt 5a ist der Bereich für Einzelhäftlinge. Einstmals war dieser Gebäudeteil normaler Vollzugsbereich, wurde dann aber umgebaut. Die Straftäter, die hier im Loch einsitzen, gehören meistens einer Gang an. Sie sind an den Regelkatalog der Gangs und deren Verhaltenskodex gebunden. Ihr ganzes Leben dreht sich um eine verquere Vorstellung von Respekt. Niemand ist mir und meinen Leuten gegenüber respektlos. Klar, sonst komme ich. Jede Respektlosigkeit wird sofort bestraft. Alles, was deine Reputation befleckt, alles. Es dauert Jahre, sich den Respekt und die Integrität aufzubauen und nur 10 Sekunden, das zu verlieren. Hast du den Respekt verloren, bist du ganz unten in der Nahrungskette. Das ist ganz schlecht. Die Frage des Respekts hat William Sams hier ins Loch gebracht. Er hat sich geprügelt. Ich scheiß drauf. Dass mir jemand ins Gesicht schlägt, da scheiß ich drauf. Ich hab nur Schwanzlutscher gehört und so eine Scheiße. Da hab ich null Toleranz. Ich bin von 0 auf 100 in einer Sekunde. Ich bin schon so lange hier und die Leute von früher sind weitergezogen. Die kennen mich gar nicht mehr. Deine Familie von der Straße verlierst du und wenn du hier reinkommst, ist hier deine neue Familie. Die Werte sind die gleichen. Die Loyalität, die Liebe, das Vertrauen, der Respekt. Man möchte Teil davon sein. Die Loyalität innerhalb der Knastfamilie spielt bei Bulldogs Einzelhaftstrafe eine Rolle. Eine Prügelei mit einem schwarzen Mitgefangenen ist eskaliert, als ein Gangkollege, Donnie Silvers, sich in den Kampf eingemischt hat. Solche Zwischenfälle stellen die größte Gefahr für die Sicherheit des Gefängnisses dar. Erst 3 Jahre zuvor war es zu Auseinandersetzungen zwischen schwarzen und weißen Häftlingen auf dem Nordhof gekommen. 70 Gangmitglieder beider Lager haben sich damals gegenseitig verprügelt. Hier sehen Sie den Kampf zwischen der arischen Bruderschaft und den Bloods. Die Beamten wurden über Funk verständigt, dass es ein Problem auf dem Nordhof gibt. Da unten sieht man jemanden, der angelaufen kommt und zuschlägt. Der AB-Typ schlägt den Kerl von den Bloods. Die Bruderschaft ist auf dieser Seite und einige Bloods-Mitglieder auf der anderen. Wenn man an dem Punkt angelangt ist, wo sich 2 Gruppen gegenüberstehen, dann reicht wenig und alle machen mit. Wenn Sie als Gangmember da nicht mitmachen, ist die Konsequenz, dass jemand Ihnen den Schädel einschlägt oder Sie absticht. Der Kampf hört damals so schnell auf, wie er begonnen hat. 28 Gangmitglieder werden identifiziert und bestraft, einige in andere Gefängnisse verlegt. Das ist die Strategie der Gefängnisse. Die Gangs auseinandersprengen, bevor die Lage außer Kontrolle gerät. In diesem Gefängnis können solche Probleme durch ein eigenes Schnellgericht bestraft werden. Heute muss sich hier William Sams alias Bulldog wegen einer Prügelei verantworten. Donnie hat getan, was er tun musste. Er ist dazugekommen, aber es war meine Schuld. Ich habe den Streit mit dem Typen angefangen. Nehmen Sie Platz. Schuldig oder nicht schuldig? Ich bin schuldig. Aber der Insasse Silvers hat nicht gekämpft. Nur ich und der Schwarze haben geprügelt. Er hat nur versucht zu schlichten. Er hat niemanden geschlagen. Er hat versucht, mich davon abzuhalten, weiter zuzuschlagen. Bulldog nimmt alle Schuld auf sich. So funktioniert der Verhaltenskodex unter den Gangmitgliedern. Das Einzige, was mir wichtig ist, sind meine Brüder. For the most, that's it.
Alles andere ist mir inzwischen egal. Ich habe das verloren. Meine Loyalität liegt bei meinen Leuten und das war's. Bulldogs Aussage allein reicht nicht, um Donny Silvers zu entlasten. Seinen Gegner erwartet ebenfalls eine Strafe und dessen Aussage könnte Bulldogs Plan zunichte machen. Während die arischen Brüder auf den Fortgang der Befragung warten, kommen zwei neue Insassen in die Einzelhaft. Bei einer Routinedurchsuchung der Zellen wurde möglicherweise Kokain gefunden, ein schwerwiegendes Vergehen hinter Gittern. Beide, einer von ihnen hat Verbindungen zu den Bloods, sitzen dafür nun im Loch. Ich habe gefragt, was los ist. Und er hat gesagt, dass Waffen und Drogen hier verboten sind. Ich sage, habe ich ein Messer oder was? Und er, nein, aber Drogen. Verrückt. Mein Zellkumpan sagte auch, er hätte keine. Delshawn Nix und Darren Hackwood kommen beide aus Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Eine Verbindung, die ähnlich stark sein kann wie die einer Gang. Beide sind jung und müssen wegen einer Gewalttat eine lange Haftstrafe absitzen. Laut der Columbus Police. In einer Nacht im Juli 2007 brechen Darren Hackwood und ein Freund bei einem 75 Jahre alten Mann ein. Es kommt zum Kampf. Einer der Verdächtigen hat Massey erschossen. Die Polizei von Columbus hält den 16-jährigen Darren Hackwood für den mutmaßlichen Mörder. Im Jahr 2009 landet Delshawn Nix wegen eines Raubmordes im Gefängnis. Laut Polizei haben drei Männer das Restaurant betreten, um das Geschäft und zwei Gäste auszurauben. In einer Schrecksekunde eröffnen die Räuber das Feuer und töten den Koch, einen Vater von 5 Kindern. Am falschen Ort zur falschen Zeit. Ich hätte nicht geglaubt, dass es so schief geht. Aber es ist, wie es ist. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Und jetzt bin ich hier. Darren Hackwood wird zu 20 Jahren bis lebenslänglich verurteilt, Delshawn Nix zu 20 Jahren Haft. Beide erwartet nun eine weitere Strafe wegen Drogenbesitzes im Gefängnis. Über den sogenannten G-Code sind sie aneinander gekettet. Der G-Code besagt, nicht zu verraten. Nichts über deinen schlimmsten Feind, nichts über deinen Freund. Das ist der G-Code. Niemanden verraten. Ich würde das hier meinem ärgsten Feind nicht wünschen, also habe ich nichts gesagt. So ist der Code. Ich bin für 20 Jahre im Gefängnis, weil mich jemand verraten hat. Ich mach das nicht. Man macht das nicht. Man muss sich an den Code halten. Den G-Code findet man überall in dieser Haftanstalt. Unter den Häftlingen gilt der Schweigekodex und ist für die Vollzugsbeamten kaum zu knacken. Die Insassen werden regelmäßig nach Schmuggelwaren, Drogen und Waffen durchsucht. Wo ist die Waffe? Hier? Da ist Tinte. Wo ist die Waffe? Jeder, der mit den Beamten kooperiert oder auch nur redet, riskiert als Verräter zu gelten. Deswegen schweigen auch Hackwood und Nix. Regel 39 betrifft Besitz, Herstellung oder Konsum von Drogen. Wie plädieren Sie? Schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Okay, Nix. Und Sie? Schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Im Prinzip sagen sie, wenn er es nicht zugibt und ich es nicht zugebe, dann werden wir beiden bestraft und müssen die Konsequenzen tragen. Das gefundene Pulver wird nun noch untersucht. Sollte es sich tatsächlich um Kokain handeln, müssen die jungen Häftlinge mit einer zusätzlichen Haftstrafe rechnen. Die Insassen der Ross-Haftanstalt in Ohio haben bei ihrer Einlieferung die Wahl, sich entweder in ein System einzufügen, das zur Resozialisierung führt, oder das Verhalten an den Tag zu legen, das sie hierher gebracht hat. Der Bundesstaat Ohio ist einer von nur zwei US-Bundesstaaten, die eine Rehabilitation der Gefangenen anstreben. Das Gefängnis bietet viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, in der Hoffnung, dass entlassene Straftäter nicht wieder rückfällig werden. Auch das Problem der Gangs wird hier angegangen. Über ein Programm, das die Insassen selbst führen. Ich möchte mit dir mal über den Gangkram reden.
Sogenannte Lifers, die das Gefängnisleben in- und auswendig kennen, bereiten die Neulinge auf die Stolperfallen vor, die vor ihnen liegen. Die Teilnahme an dem Programm ist freiwillig und bedeutet für die Häftlinge die Entscheidung, wie sie ihre Zeit hier verbringen möchten. Dieser Trakt ist das Nine House. Er ist für die schlimmsten Straftäter der Anstalt reserviert. Die Insassen leben in Einzelzellen und sind 23 Stunden am Tag weggesperrt. Keine Telefonanrufe, keine Besuche, echte Isolationshaft. Die Gangmitglieder, die hier einsitzen, haben Regeln gebrochen und das Gefängnis hat sie auf dem Radar. Unter den Insassen sind auch Anführer von Gangs. So wie Eduardo Bonilla. Mein Onkel hat gesagt, ich soll keinen Scheiß machen. Aber ich habe nicht auf ihn gehört. Und jetzt habe ich zweimal lebenslänglich. Im Jahr 1998 kommt Eduardo Bonilla für eine Drogenschmuggeloperation von Guatemala nach Amerika. Die Aktion endet in einer blutigen Schießerei. Es war in einem Apartment. Einer kam rein und da hat einer meiner Jungs ihn erschossen. Er wurde dann selbst erschossen. Alles ist schiefgegangen. Beide sind gestorben. Eduardo Bonilla wird wegen Beihilfe zum Mord zu 50 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Im Gefängnis entscheidet er sich für die Gangseite. In Ross ist das heikel, denn hier sitzen nur wenige Lateinamerikaner ein. Deine Hautfarbe ist deine Uniform. So ist das im Gefängnis. Wenn du schwarz bist, hängst du mit den Schwarzen ab. Die Weißen hängen mit den Weißen ab. Die Leute verstehen das nicht. Wenn du zu niemandem gehörst, wird das ausgenutzt. Denn hier drin sind Kriminelle. Die rauben, die vergewaltigen, machen eine ganze Menge verrückter Sachen. Das sind keine gesetzestreuen Bürger. Weil sie in der Unterzahl waren, hat der frühere Drogendealer angefangen zu organisieren. Seine Reputation und die der anderen Latinos haben sich im Laufe der Zeit verändert. Als ich hier reinkam, gab es kaum Latinos. Nur 5 oder 6 hier und da. Er ist ein ziemlich kluger Typ. Die anderen Latinos respektieren ihn. Er ist der Anführer. Er führt mehr mit dem Köpfchen und nicht mit den Muskeln. Die klugen Anführer sind definitiv die gefährlicheren. Die anderen Gangs sind in unsere Zellen gekommen, haben uns geschlagen und bestohlen. Zellengenossen haben die Türen offen gelassen, damit wir ausgeraubt werden konnten und so. Wer sich mit einem von uns anlegt, der bekommt es mit uns allen zu tun. Niemand möchte Ärger mit den Mexikanern, weißt du? Ihr Ruf spricht für sich selbst. Niemand will Probleme mit denen. Jeder denkt, die Mexikaner stechen einen sofort ab. Wenn du mit einem von unseren Jungs Ärger hast, dann kommen wir vorbei. Und wir reden da nicht mehr. Über viele Jahre konnten die Beamten dem Latino-Anführer nichts nachweisen. Bis jetzt. Die Wärter haben Fotos in Bonillas Besitz gefunden, die die Latinos hier in Ross aufgenommen haben. Solche Fotos findet man eigentlich nicht. Sie verraten eine Menge. Wir wissen durch sie, dass die Jungs hier einiges am Laufen haben. Sie bestätigen auch, dass Bonilla der Anführer ist. Er wird nun in ein anderes Gefängnis verlegt, um seinen Ring zu sprengen. In der neuen Haftanstalt wird Bonilla wieder auf sich alleine gestellt sein. Der Heartless Felon Charles Fillon sitzt schon wieder im Loch. Dieses Mal wegen Waffenbesitzes. Er hat sich ein selbstgebasteltes Messer ans Bein geheftet. Ich glaube nicht, dass das Messer die Lösung ist. Ich hatte das nur sicherheitshalber. Das sind so viele, Mann. Ich hatte mich aufs Schlimmste vorbereitet. Ich wollte ein Exempel statuieren. Charles Fillon war nur einen Tag aus dem Loch draußen. Und das Messer ist ein Indiz dafür, dass die Lage beginnt zu eskalieren. Er sitzt jetzt im Nine House ein, dem berüchtigsten Trakt des Gefängnisses. Vielleicht ist es seine letzte Zelle in der Ross-Haftanstalt.
Im Gefängnis gibt es Straftäter, die alles tun, um das System anzugreifen. Wenn Gangs verwickelt sind, kann sich das Gleichgewicht verschieben. Macht und Einschüchterung spielen eine große Rolle. In der Einzelhaft haben heute die beiden Gangmitglieder William Sams und Donnie Silvers ihre Anhörung. Ihnen wird vorgeworfen, einen dunkelhäutigen Häftling angegriffen zu haben, weil der ihre Gang beleidigt hat. William Sams hat angefangen. Den Gangregeln zufolge muss er nun die Schuld alleine auf sich nehmen, damit der Vorwurf gegen Silvers fallen gelassen wird. Donnie hat nur versucht, den Kampf zu beenden. Der andere... Wer? Silvers. Er hat versucht, den Kampf zu beenden. Seit ich hier bin, hat Silvers noch nie einen Kampf beendet. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Nach Sams wird der farbige Häftling befragt, der angegriffen wurde. Dessen Aussage passt zu dem, was Sams erzählt hat. Und Donnie Silvers darf die Einzelhaft verlassen. Beide Aussagen entsprechen nicht der Wahrheit. Denn William Sams hat seine Hände im Spiel. Ich habe mit ihm geredet und gesagt, er solle das Richtige tun. Er kennt den Code. Ich habe ihm Notizen gemacht, was er genau aussagen soll. Ist die Situation zwischen Ihnen geklärt? Sicher? Ich musste mit ihm sprechen, um sicherzugehen, dass er nicht sagt, wir hätten ihn zu zweit verprügelt. Das hätte denen gereicht. Wir sind ABs. Er weiß, wenn er nicht das tut, was er soll, dann kann er nirgendwo hingehen. Wo will er hin? Wir sind überall. Also muss er damit zurechtkommen. Ich weiß nicht, ob er Angst hatte oder Respekt. Er wusste, er hat einen Fehler gemacht. Wie auch immer. Ich bin zufrieden. Es hat geklappt. Bulldogs Machtspiel funktioniert, weil er die Gang hinter sich weiß. Und der Code bindet die Insassen aneinander. Der Code kommt auch in einem anderen Fall zum Tragen. In der Zelle von Darren Hackwood und Delshawn Nix wurde weißes Pulver gefunden. Die Untersuchung hat ergeben, dass es sich dabei tatsächlich um Kokain handelt. Okay. Der Test war also positiv. Für die beiden steht eine Menge auf dem Spiel. Im schlimmsten Fall eine Verlängerung der Haftstrafe. Die sprechen immer von zusätzlichen Jahren. In 9 von 10 Fällen sagen sie schuldig, schuldig, schuldig. Ich möchte in diesem Fall aber für nicht schuldig befunden werden. Mir reicht's. Aufgrund der drohenden Haftverlängerung bekniet Delshawn Nix seinen früheren Zellengenossen. Er hat mich darauf angesprochen. Jedes Mal, wenn er an meiner Tür vorbeigegangen ist oder draußen auf dem Hof, hat geflüstert. Mann, Bruder, nimm das auf deine Kappe. Du hast eh mehr Zeit abzusitzen als ich. Sag Heck, er soll dafür gerade stehen. Echt? Er sollte das übernehmen. Du hast sowieso lebenslänglich. Sag einfach, es war deins. Ich habe versucht, das in seinen Kopf zu kriegen. Was bringt's, wenn wir hier beide einsitzen? Auch das ist ein Bestandteil des Gang-Kodexes. Insassen mit langen Haftstrafen übernehmen die Schuld von anderen. Im Gegenzug genießen sie einen besonderen Schutz. Wenn ich die Strafe übernehme, erwarte ich von ihm etwas zurück. Wenn ich etwas brauche, schreibe ich einen Zettel, wo drauf steht, was ich haben will. Wenn er Geld zum Einkaufen braucht, dann muss ich ihm das geben. Wenn er Kaffee braucht, bekommt er Kaffee. Was immer er braucht, ich bin bereit, nach ihm zu schauen. Ich habe überlegt, dass ich ihn vielleicht nicht belaste, dass ich darüber nachdenke. Vielleicht sage, das war mein Stoff. Einfach, um ihn aus der Schussbahn zu nehmen. Morgen ist die Anhörung. Und wenn es nach dem Gang-Kodex geht, sollte Hackwood die Schuld übernehmen. Um die Kontrolle über die Ross-Haftanstalt zu behalten, ist ein gewisses Gleichgewicht notwendig. Wenn ein einzelner Häftling zu viel Einfluss gewinnt, kann dieses Gleichgewicht ins Wanken geraten. Dann muss die Gefängnisleitung eingreifen.
Die Leute, die organisieren, die das Geld machen und die Drogen reinschaffen und so, die muss man loswerden. Die Organisierer. Man schneidet damit der Schlange den Kopf ab, damit sie unorganisiert bleiben. In Ross sorgt man mit dem Loch dafür, dass die Gangs unorganisiert bleiben, aber das ist nur eine temporäre Lösung. Stellt man fest, dass ein Häftling zu viel Macht hat, ist die Verlegung in ein anderes Gefängnis die bessere Option. Dieses Schicksal ereilt heute Eduardo Bonilla. Ihr Verhalten sorgt für eine akute Bedrohung der Sicherheit dieser Anstalt. Ihre Funktion als aktives Mitglied in einer unruhestiftenden Gruppe, das ist Regel 17. Sie sind Mitglied der MS-13, richtig? Bei Bonillas Bewertung wird seine ganze Gefängnishistorie zugrunde gelegt. Der letzte Punkt ist das Hineinschmuggeln einer Kamera. Man hat einen Film in Ihren Sachen gefunden, richtig? Ja, in meinem Eigentum. Wie kommen Sie an den Film? Ich kann nichts sagen, ohne jemanden zu belasten, also... Was wollten Sie mit dem Film machen? Sie wissen bestimmt, dass es ein Regelverstoß ist, der Anstalt einen Film zu stehlen oder eine Kamera mit Film hineinzuschmuggeln. Ich weiß nicht, was es war. Sie reden nicht darüber. Aber was wollten Sie mit dem Film? Ich wollte ihn rausschicken und ich... Also er wurde vorher gefunden. Wie oft haben Sie einen Film rausgeschickt? Das wäre das erste Mal gewesen. Haben Sie uns noch irgendetwas zu sagen? Nein, nichts. Nach der Anhörung muss nur noch die finale Entscheidung gefällt werden. Bonilla bleibt so lange in Einzelhaft und kann sich Gedanken über seine Zukunft und seine Vergangenheit machen. Ich mochte das hier drin vom ersten Mal an nicht. Ganz alleine zu sein, mit niemandem zu reden. Auf dem Hof ist man auch ganz alleine und läuft wie ein Käfer hin und her. Ich mag das nicht. Man hat viel Zeit, über Sachen nachzudenken. Was mache ich noch? Was habe ich falsch gemacht? Man glaubt, wir seien Typen wie die in den Filmen. Wir würden Leute abstechen und so. Das ist das Bild, das die Typen von uns haben. Also will man uns loswerden. Aber so ist es nicht. Aber das glaubt uns keiner. Das war aber nicht die Motivation, aus der heraus wir uns zusammengetan haben. Der Grund war, die anderen waren im Vorteil. Die haben uns überrannt. Wir wollten uns Lateinamerikaner beschützen. Wenn man zu niemandem gehört, hat man hier viele Probleme. Der Häftling Charles Fillon sitzt in der Haftanstalt Ross im Isolationstrakt. Bei ihm wurde ein selbst gebasteltes Messer gefunden, ein Indiz für seine gesteigerte Gewaltbereitschaft. Sich zurückzuziehen wäre vielleicht das Richtige. Aber das ist leichter gesagt als getan. Eine Frage von Stolz. Häftling Fillon, Sie stehen vor dem Ausschuss, weil Sie Regel 36 gebrochen haben. Waffenbesitz. Verstehen Sie das? Zu dem oben genannten Zeitpunkt habe ich bei Häftling Fillon ein Messer gefunden. Waffenbesitz ist eine ernstzunehmende Straftat. Das Gefängnis möchte gern die Hintergründe dazu herausfinden. Wie wurde es gefunden? Wie haben Sie es befestigt? Mit einer Bandage. Hatten Sie ein Loch in der Tasche, um dran zu kommen? Nein. Wie wollten Sie dran kommen? Haben Sie etwas getan, weshalb die Sie schlagen wollten? Ob ich etwas getan habe? Nein. Sie haben schon gesagt, dass ich mich absichtlich habe schnappen lassen. Mann, was Ihnen alles einfällt. Ich verstehe das gar nicht. Ich frage nur. Charles Fillon hat keine befreundeten Gangmitglieder hier, die ihm den Rücken freihalten könnten. In Einzelhaft ist er in Sicherheit. Daher hat der Ausschuss den Verdacht, dass Fillon wollte, dass das Messer gefunden wird. Folgendes haben Sie ausgesagt. Ich habe Probleme mit den Typen. Ich habe versucht, das zu ignorieren, aber es klappt nicht. Alle wollen mich verprügeln. Ich würde Zeit gewinnen, wenn ich hier drin bleibe. Ich weiß nicht, wie Sie das auslegen. Ich check nicht ein.
Ich sagte, ich gewinne Zeit, wenn ich hier bleibe. Eine Bemerkung, bei der man sein Gesicht behält. Okay, kein Ärger. Okay, junger Mann? Philon muss für sein Vergehen für 15 Tage in Einzelhaft. Aber das ist noch nicht alles. Erst später wird entschieden, ob eine Verlängerung der Haftstrafe wegen des Waffenbesitzes hinzukommt. Weitere Monate, die zu seiner sowieso schon langen Haft hinzukämen. Im Einzelhafttrakt der Ross-Haftanstalt findet heute die Anhörung von Delshawn Nix und Darren Hackwood statt. Beide sind wegen Drogenbesitzes angeklagt und Delshawn Nix hat einen Deal eingefädelt. Hackwood soll die alleinige Verantwortung übernehmen. Aber der zu lebenslänglicher Haft verurteilte Hackwood hat es sich vielleicht anders überlegt. Letzte Nacht war ich alleine in der Zelle, hab auf dem Bett gelegen und nachgedacht. Wir sind cool miteinander, aber kennen uns erst 7, 8 Monate. Also ich glaube nicht, dass ich ihn da raushole. Ich weiß aus unserer gemeinsamen Zeit in der Zelle, wie er ist. Er wird sich nicht um mich kümmern. Insasse Hackwood, Sie erscheinen heute vor dem Ausschuss wegen Verstoß gegen Regel 39. Unerlaubter Besitz oder Konsum von Drogen. Wie möchten Sie plädieren? Nicht schuldig. Warum soll ich ihn rausholen? Er würde sich nicht um mich kümmern. Also sage ich ehrlich und aufrichtig, es waren nicht meine. Bis Sie uns schuldig sprechen. Was passiert, das passiert. Ich sitze meine Zeit ab, egal was ich mache. Verstehen Sie, wie das läuft? Wenn in Ihrer Zelle etwas gefunden wird und keiner von Ihnen trägt die Verantwortung dafür, dann werden Sie beide bestraft, verstanden? Ja, Ma'am. Die ehemaligen Zellengenossen müssen beide büßen. Trotz des Gefängniskodexes nimmt keiner der beiden die Schuld auf sich. Mann. Einfach nur absitzen, Mann. Ich würde ihn gerne schlagen dafür, dass er seine Meinung geändert hat. Ich glaub's einfach nicht. Gestern noch habe ich gesagt, sag, das waren deine Drogen. Ich besorg dir Essen. Ich besorg dir, was immer du willst. Da hat er gesagt, okay, er macht es. Und jetzt hat er seine Meinung geändert. Es ist jetzt 15 Tage her, seitdem Bulldog wegen einer Prügelei in Isolationshaft gelandet ist. Heute kommen er und sein damaliger Kontrahent raus. Zurück im normalen Vollzug resümiert er sein Leben als Gangster. Ich habe den Kerl einmal geschlagen. Nicht so fest, wie ich sollte. Was uns beide angeht, ist die Sache jetzt vorbei. Die Leute denken, es sei leichter, wenn man zu einer Gang gehört. Ist es aber nicht. Es ist schwerer, weil man mehr Verantwortung trägt. Man muss die Reputation aufrechthalten. Es gibt Leute, die sich auf dich verlassen, um gut auszusehen. Bereit für einen echten Killer? Mich interessiert nicht, dass Jeff Clarks den ganzen Tag durch Kameras guckt. Sie sind nur 8 Stunden da. Wir leben hier. Wir haben keine Angst davor, was er tut und so. Denn wir machen sowieso, was wir wollen. Wir kommen damit zurecht. Die Konsequenzen und so, die kommen erst später. Kurz nach Bulldog verlässt ein anderer Häftling den Isolationstrakt. Ich gehe nach Luke. Ich bin raus. Statt zurück in den normalen Vollzug kommt Charles Fillon, der Heartless Felon, in eine andere Haftanstalt. Aufgrund seiner gewalttätigen Vergangenheit landet er nun im härtesten Gefängnis. Er hat nun den Status eines Häftlings mit höchster Sicherheitsstufe. Ich bin froh, hier wegzukommen. Das ist nicht mein Element. Die Leute sagen, es wird noch härter. Niemand um einen herum und 23 Stunden am Tag in der Zelle. Dann 1 Stunde Hofgang. Das ist schon eine harte Vorstellung. Aber ich glaube, ich komme damit zurecht. Das ist okay. Frühestens in einem Jahr wird sein Sicherheitsstatus wieder geprüft. Solange ist Charles Fillon unter allerstrengster Kontrolle.
Er hat sich für das Gangleben entschieden und ist nun im Hochsicherheitsgefängnis gelandet. Während der Heartless Felon in seine neue Zelle gebracht wird, bekommt ein anderer Strafgefangener noch eine letzte Chance. Der Ausschuss ist noch einmal gnädig und Eduardo Bonilla kann im Ross bleiben. Er kehrt in den normalen Vollzug zurück. Ich war froh. Ich war echt froh darüber. Das fühlt sich an wie... Das ist alles auf einmal zusammengekommen. Ich dachte mal... Ich dachte, ich sei echt stark. Aber jetzt habe ich auch meine Schwächen kennengelernt. Als sie gesagt haben, dass sie mich nicht verlegen, da war das eine Erleichterung. Es geht doch nicht alles schief, weißt du? Oh, Lutsch, wie geht's? Bonilla hat fast 5 Monate in Isolationshaft verbracht. Aber es sieht so aus, als würde der selbsternannte Ganganführer bald wieder die Zügel in die Hand nehmen. Dabei hat er eine deutliche Warnung bekommen. Er steht unter Beobachtung. Beobachtet von einem System, das die Gangs in Schach halten muss. Gangs gehören zum Knastleben. Es wird sie immer geben. Wir werden sie nicht los. Das ist wie eine Spielerei. Eine Spielerei wird man auch nicht los. Viele Dinge in einem Gefängnis wird man einfach nicht los. Man kommt da nicht raus. Solange wir hier drin sind, müssen wir zusammenhalten. Um nicht erpresst zu werden. Um nicht ausgeraubt zu werden. Um nicht misshandelt zu werden. Wir müssen zusammenhalten. Ich könnte mir 1000 Wege überlegen, da rauszukommen. Aber ich würde das nie zulassen. Ich sehe uns nicht als Gang. Ich sehe uns wie Brüder, wie meine Familie, weil wir alle aus demselben Grund zusammen sind. Gangleben ist für immer. So ist es. Das ist meine Welt. Das ist das Leben.